Mein Name ist Thomas Barth und wir haben heute das Thema liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören. Und ich lasse mal alle Vorbemerkungen weg. Das können wir immer noch machen. Und wir steigen gleich ein. Ja, liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören können wir uns leicht vorstellen, ist, wenn man eine gute Beziehung wünscht, eine gute Partnerschaft oder eine gute Beziehung in der Familie oder am Arbeitsplatz, kann man sich leicht vorstellen, dass das eine sehr wichtige Fähigkeiten sind, beides, ne? Liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören. Und ich denke, dadurch, dass ihr da seid, ihr seid motiviert, euch interessiert das Thema, ihr seid eben motiviert, es zu lernen, es zu üben und will deswegen auch gar nicht auf dieses Thema so sehr eingehen. Und auf der anderen Seite sind wir alles ja so freundliche Menschen, so liebevolle Menschen. Eigentlich können wir es ja schon. Naja, zumindest meistens. Meistens, wenn wir mit unseren Freunden zusammen sind, sprechen wir liebevoll und hören gut zu. Und das ist alles kein Problem. Und deswegen, ja, und die Frage, deswegen möchte ich die Frage aufwerfen, wo ist überhaupt das Problem? Ja, das Problem. Das entsteht manchmal ganz plötzlich. Auf einmal kriegt der Partner seinen komischen Tonfall in der Stimme, redet so auf eine komische Art und Weise. In uns fängt's an zu brodeln. Die Liebe ist schnell weg. Die Emotion kocht hoch. Die ersten kritischen Wörter fallen. Ein Wort gibt das andere. Und keine Rede mehr ist von liebevollem Sprechen. Und von Zuhören ist eigentlich auch keine Rede mehr. Schon gar nicht von tiefem Zuhören. So schnell geht es. Oder der Partner spricht ein Thema an. Manchmal gibt es so ein Thema, so ein Reizwort. Ne? Da reicht manchmal ein Wort und es kommt. Oh, nicht schon wieder. Und dann geht's los. So, was kann man da machen? Und unsere Praxis setzt eigentlich genau an diesem Punkt an, dass die Grundfertigkeit, die wir immer üben, die also zentrale Grundlage unserer ganzen Praxis ist, ist eben die Achtsamkeit zu entwickeln. Die Achtsamkeit bedeutet, dass wir immer auch mit einem gewissen Teil unseres Geistes uns und die Situation beobachten und darauf achten, ist alles noch im Lot? Ja, ist alles richtig? Und die Achtsamkeit wird uns helfen, in dieser schwierigen Situation zu sagen, oh, Vorsicht, jetzt passiert was. Ne? Die spürt dann, wie der Ärger hochkocht, ja, wie die Emotionen entstehen. Und was wir dann noch lernen müssen, ist anzuhalten. Ist in dieser Situation nicht sofort zu reagieren, sondern zu merken, Vorsicht, jetzt passiert was. Jetzt verändert sich was. Ganz wesentlich. Jetzt will ich anhalten. Muss ich anhalten. Denn wenn ich nicht anhalte, läuft das Ganze völlig aus dem Ruder und belastet die Beziehung auf, ja, ich weiß nicht, ein paar Stunden, ein paar Tage, je nachdem, vielleicht auch länger, je nachdem, wie heftig es wird. Zentraler Punkt ist als erstes mal das Lernen anzuhalten. Das Ganze mitzubekommen und anzuhalten. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Wir spüren, ja, da ist Ärger, da ist Wut. Was tun wir jetzt? Und im Grunde gibt es in dieser Situation, sage ich mal, vier Arten zu reagieren. Und das eine ist, man kann es natürlich einfach mal ausleben. Ja, aber das wissen wir ja schon, habe ich ja schon angesprochen, im ersten Beispiel führt in dem Fall nur zu jede Menge Ärger, zu jede Menge Schwierigkeiten und wir wollen es ja besser machen. Die zweite Möglichkeit wäre, zu versuchen, das Ganze zu ignorieren. Also Leute, die das versuchen, die fragt man dann, du, was ist los mit dir? Ärgerst du dich? Und die Person wird dann sagen, Nein, ich ärgere mich überhaupt nicht, gar nicht. Wie kommst du da drauf? Ne? Ja, sie ärgert sich gar nicht. Ne?
Sie ärgert sich. Ne? Also die eine Möglichkeit ist zu versuchen, es zu ignorieren. Sich selber zu sagen, ja, ich ärgere mich nicht. Die nächste Möglichkeit ist zu versuchen, das Gefühl zu unterdrücken. Und da steht dann ganz klar die Erkenntnis, ja, ich ärgere mich, aber ich will mich nicht ärgern. Diesen Ärger will ich eben runterdrücken. Wir haben im Deutschen das schöne Bild unterdrücken und es ist, denke ich, schon so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen unten halten, mich abzutrennen. Ja, ich versuche jetzt normal zu reagieren, dass keiner was merkt. Ja, und das Gefühl so, ja, unterdrücken, sagt man umgangssprachlich. Und ich denke, das passt ganz gut. Und diese drei Reaktionen sehen wir alle nicht als vorteilhaft. Es gibt noch eine vierte Reaktion und das ist eben zentral unser Weg. Und wir sagen, das ist jetzt ein bisschen schwerer zu erklären, die Idee ist, das Gefühl, also unser Lehrer sagt gerne, das Gefühl liebevoll umarmen. Das ist jetzt ein großes Wort, den Ärger liebevoll umarmen. Und gemeint ist damit, die Situation einfach auszuhalten, die Situation zu sehen, zu verstehen und dennoch den Geist zu beruhigen. Zu sagen, ja, da ist Ärger. Punkt 1. Punkt 2, gefährlich, ja, nicht ausleben. Punkt 3, ich muss was tun. Und was mache ich? Mich beruhigen. Nun, und was man tun kann, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sicher hilft es, den Körper zu spüren und den Atem zu spüren. Körper und Atem sind sehr beruhigende Hilfsmittel. Und es, ja, Körper und Atem sind die Hilfsmittel, die uns jetzt helfen, uns zu erden und zu stabilisieren und zu sagen, ja, es ist Ärger da, aber ich bin nicht nur Ärger. Ja, es ist mehr da. Es ist noch ein Teil in mir da, der funktioniert. Der Atem fließt. Der Körper hat noch praktisch überall normale Empfindungen, ja, vielleicht also an einer Stelle, wo wir den Ärger spüren. Das ist stabilisierend. Das erfordert natürlich eine gewisse Übung vorher. Ja, das ist jetzt beim ersten Mal schwierig, weil wir ja vielleicht gar keine Übung haben, unseren Atem zu spüren. Aber wir haben ja vorhin gemeinsam meditiert und Meditation bedeutet eben, ständig beim Atem zu bleiben, beim Körper zu bleiben. Also diese stabilisierenden Elemente einzuüben, die wahrzunehmen und ganz dabei zu bleiben. Ja, das muss man vorüben. Das ist die Trockenübung als Vorbereitung. Und wenn wir das halbwegs können, dann können wir auch in einer schwierigen Situation erkennen, oh ja, es ist schwierig, da ist Ärger. Und ich atme ein und ich atme aus. Und ich atme ein und ich atme aus. Dann ist immer noch Ärger da. Und ich atme ein und ich atme aus. Ja, es geht. Ich kann diese Situation aushalten. Das ist der nächste Schritt. Ich atme ein, ich atme aus. Ist gar nicht so schwierig. Ich atme ein, ich atme aus. Oh, es wird besser. Ich atme ein, ich atme aus. Der Ärger wird schwächer. Irgendwann ist er weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg, mit solchen Situationen umzugehen. Es wird natürlich in der Praxis meist oft notwendig sein, dass wir uns aus der schwierigen Situation wegbewegen. Ja, dass wir uns entziehen. Ne? Dass da also rein äußerlich jetzt noch ein Zwischenschritt ist. Dass man einfach, also ich habe jetzt als Beispiel mal genommen, dass es Ärger mit einer Person gibt. Ja, der Partner fängt an, so auf eine Art zu reden, die uns auf die Palme bringt. Ja gut, dann muss man halt sagen, du, ich geh mal kurz irgendwo hin und hol was, ja? Okay. Und weg bin ich, ja? Ich weiß mit dem Satz, ne? Also irgendwie aus der Situation gehen, irgendwas Geschicktes, ne? Gibt's viele Möglichkeiten, aber es gibt immer was, ne? Und wenn man sagt, man muss aufs Klo. Ja, also es gibt immer eine Möglichkeit, sich aus der Situation zu entfernen, um die Zeit zu gewinnen. Das ist der Punkt. Das Ganze braucht Zeit. Wir müssen genug Zeit haben. Unter Zeitdruck kommen wir nicht damit klar. Weil wie schnell wir den Ärger oder die Wut oder die Angst beruhigen, das kann sehr variabel sein. Ja? Kann sehr variabel sein. Wenn es schlimm ist, kann das lange dauern. Und wenn es nicht schlimm ist, kann es schnell gehen. Und unter Stress geht gar nichts. Also müssen wir aus der Situation rausgehen und brauchen die Zeit. Ja? Wo wir für uns sind und uns einfach nur um die Emotionen kümmern.
Ja, und das ist, nennt unser Lehrer, das Gefühl liebevoll umarmen. Ja, wie ein Kind, was weint vor Schmerzen. Und dann ist ja auch die wesentliche Maßnahme, das liebevoll umarmen. Ne, normalerweise sagt man doch noch, was sagt man, heile, heile Mäusekuchen, heile, heile Mäusespeck, in 100 Jahren ist alles weg oder so ähnlich. Ne? Gibt noch so ein paar Zaubersprüche. Aber im Grunde, es ist das Umarmen, das dabei bleiben. Ne? Das dem Kind Stabilität gibt, dass es beruhigt und dass es auch diese Schwierigkeit überwindet. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, ist aber eine viel tiefere Übung, als man jetzt vielleicht im ersten Schritt meint. Es geht ja jetzt nicht darum, dass Schwierigkeiten nicht eskalieren. Dafür können wir es einsetzen. Aber es hat eine viel tiefere Bewandtnis, mit dieser Art umzugehen. Denn, fragen wir uns erstmal umgekehrt, warum bringt uns eigentlich dieser Ton des Partners auf die Palme? Oder dieses Stichwort, dieses Thema. Warum eigentlich? Naja, in aller Regel kann man pauschal einfach mal behaupten, weil es eine alte Wunde berührt. Weil vielleicht war das, was wir bei unserem Bruder oder bei unserer Schwester, bei unserem großen Bruder zum Beispiel oder der großen Schwester, schwieriges Thema, dass wir das so gehasst haben, dass der so mit uns rumspringt. Ja? Das haben wir vielleicht jahrelang gehasst. Hassen vielleicht heute unseren Bruder oder unsere Schwester noch deswegen, weil er so mit uns umgegangen ist. Und dann redet unser Partner so mit uns. Tja. Der Buddha hat dafür das Beispiel gebracht, von dem zweiten Pfeil. Wenn uns ein Pfeil trifft, tut das natürlich sehr weh. Wenn man den Pfeil rausgezogen hat und hat dann eine Wunde noch und dann kommt wieder ein Pfeil auf dieselbe Stelle, dann tut es 10-mal so weh. Und das ist genau das Problem. Wenn solche alten Wunden, andere Menschen werden im gleichen Ton angeredet und denken sich nur, ja, warum ist der so unfreundlich? Mehr ist nicht. Und wir regen uns auf. Ja, warum? Eben deswegen, ne? Weil es eine alte Wunde anrührt. Weil da jemand drückt auf die alte Wunde. Die tut halt sehr weh. Der keine Wunde hat an der Stelle oder eine verheilte, wirklich verheilte, ja, der ist nicht so schmerzempfindlich an dieser Stelle. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich zu bemühen, dass diese alten Wunden wirklich heilen. Und wie das geht, ist genau, ja, und wie geht das? Genau. Diese alten, immer dann, wenn so eine alte Verletzung in irgendeiner Form sich wieder bemerkbar macht, jetzt, im Hier und Jetzt, dann können wir mit genau dem vorhin besprochenen Verfahren reagieren. Das heißt, wahrnehmen, oh, da ist es wieder. Ja, also zum Beispiel als Erinnerung kommt es hoch. Ne? Es muss ja jetzt nicht in einem Gespräch sein, das ist besonders schwierig. Es kann ja sein, wir sitzen in Meditation, alles ist gut, alles ist wunderbar, die Durchblutung ist toll, wie wir es vorhin bemerkt haben. Ja? Blutung ist toll, alles ist gut. Und auf einmal kommt diese Erinnerung. Genau. So war der Bruder immer. Es tut weh. Ist da. Und in dem Augenblick können wir die Gelegenheit nutzen. Wir können sagen, toll, in der Meditation kommt es. Das ist der beste Augenblick. Schwierig ist es im Gespräch mit einem Menschen im Hier und Jetzt. Da ist es schwierig. Wenn es in der Meditation kommt, toll. Jetzt bin ich in der richtigen Situation. Jetzt bin ich bereit, es anzunehmen. Ja? Jetzt bin ich stabil. Jetzt bin ich geerdet. Bin erstaunlich ruhig. Zumindest mehr als normal. Und jetzt kommt das Ganze wieder hoch. Toll. Und wir haben ja drüber gesprochen, wir haben es ja gelernt. Annehmen, ja, es ist da. Da ist der alte Schmerz wieder da. Er ist aufgerissen, er tut weh, er fühlt sich wieder an. Aber ich weiß ja, was ich tun muss. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und beobachten. Und irgendwann verschwindet er wieder. Und dann passiert etwas ganz Wichtiges. Wir nennen das Transformation. Weil dann, wenn wir das schaffen, dass wir so
eben so ein Aufflammen des alten Leides, ich sage mal so, geschickt behandeln, dann passiert Transformation. In dem Augenblick wird das Unbewusste, wir wissen ja, dass alle Dinge, dass Dinge vom Unbewussten aufsteigen, ne? Das alte Leid zum Beispiel, aber dass auch alles das, was wir denken und was wir tun und was wir erleben, alle Erfahrungen auch irgendwo wieder absinken ins Unbewusste. Und wenn wir das jetzt schaffen, dass das alte Leid hochkommt und wir relativ ruhig damit umgehen, relativ ruhig heißt ruhiger als das letzte Mal oder ruhiger als damals, und es dann wieder absinkt, dann verbindet das Unbewusste das und was für einen Schluss zieht es daraus? Es hat gelernt, das ist zwar schlimm, aber nicht ganz so schlimm, wie es gedacht hat. Ja, denn wir müssen überlegen, es ist im Unbewussten sind also ganz viele Erfahrungen gespeichert, die und alle mit einer emotionalen Bewertung. Und das ist ein sehr einfaches Prinzip, was eigentlich unser Überlebensinstinkt ist. Das hat die Natur erfunden, das haben die Tiere genauso wie wir, darum kann man sie dressieren übrigens. Und das ist ein Teil des Überlebensinstinktes. Und da merkt sich einfach das Unbewusste, welche Dinge wehtun, ja, zum Beispiel, ne? Dass zum Beispiel gewisse Pflanzen wehtun, wenn man sie berührt, sag mal Brennnessel oder so, ne? Das ist nichts Hochintellektuelles. Diese Dinge speichert sich das Unbewusste. Oder dass gewisse Dinge gut schmecken, ne? Wenn wir reife Früchte sehen, wenn wir vielleicht im Mund, wird der Speichel schon zusammenlaufen, bevor wir überhaupt richtig nachgedacht haben und gesagt, oh ja, das sind Himbeeren. Einfach nur, weil wir Himbeeren lieben und das Unbewusste sieht schneller und sagt uns, lecker, ja. Und das kommt schon, wir sehen die Himbeere in dem grünen Busch, ja, 100.000 Blätter und wir sehen sofort die Himbeere. Und das liegt ja nicht daran, dass es rot ist, ja, weil das ja sehr oberflächlich betrachtet zu behaupten, es liegt daran, dass es rot ist. Weil ich meine, rot und grün, wird jeder Physiker sagen, wo ist da der Unterschied? Das ist ein kleiner Unterschied in der Frequenz. Aber in unserem Unbewussten ist was anderes verankert. In unserem Unbewussten ist eben drinnen, dass Grün in aller Regel völlig langweilig ist. Alles in Ordnung. Wie die Blätter der Bäume, die Blätter der Büsche, das Gras. Es ist in unserer Welt sehr viel Grün. Grün ist in Ordnung, aber auch nicht interessant. Überhaupt nicht interessant. Völlig neutral. Aber die guten Früchte, die sind meistens rot. Und das weiß es einfach. Das hat es gelernt. Deswegen hat Rot kriegt einen Fokus, ne? Ja, und so ist also in unserem Unbewussten unheimlich viel gespeichert und mit gewissen Reizen auch immer die emotionale Qualität. Und das, was uns damals furchtbar wehgetan hat, zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel Bruder oder Schwester, ist jetzt ganz egal, ne? Irgend sowas. Das ist drinnen eben mit dem ganzen Leid, das wir damals empfunden haben, ist das drinnen in unserem Unbewussten, in unserem Bauch. Und wenn eine ähnliche Situation kommt, dann wird uns das Unbewusste erinnern. Und das ist Überlebensinstinkt, das will uns warnen. Und es macht uns Stress, Ärger, Wut, Angst. Irgendwas in dieser Richtung, ja. Es will sozusagen, dass wir davonlaufen oder kämpfen, irgendetwas. Aber das kann natürlich sehr dumm sein, weil es ist halt oft dumm. Und wir haben die Möglichkeit, mit unserem Geist es zu verstehen und können sagen, ja, es ist doch gar nicht so schlimm, dass der Partner diesen Ton anschlägt, das kann man ja alles wieder aus der Welt schaffen. Nur wir müssen es erstmal lernen, ruhig zu bleiben dabei. Dann kann man drüber reden. Und deswegen müssen wir sozusagen diese emotionale Qualität, die an dieser Situation im Unbewussten steckt, die müssen wir ändern. Ja, und das ist diese Transformation, die ich gerade beschrieben habe. Jedes Mal, wenn wir da einen Zyklus machen, das Ganze wiedererleben und es ist beim nächsten Mal nicht mehr so schlimm wie beim vorigen Mal, dann merkt sich das Unbewusste und sagt, ja, es ist nicht ganz so schlimm. Und es wird das nächste Mal die Reaktion, die von unten hochkommt, ein bisschen schwächer sein. Und schwächer. Und irgendwann kommt gar kein Alarm mehr. Ja? Kommt gar kein Alarm, es passiert nichts. Es ist kein Stressfaktor mehr. Es hat gelernt, dass gar nichts Schlimmes passiert. Ja? Dass das kein Vorbote ist von großem Unheil. Ja? Ja, und das nennen wir Transformation und Heilung. Ja? Wenn irgendwann mal gespeichert ist, ja, es war damals, aber es ist kein Grund für einen Alarm. Heute sind wir erwachsen, heute ist alles anders. Ja? Und diese Geschichte ist kein Grund für Wut, kein Grund für Ärger und kein Grund für Angst. So können wir das umändern.
Das nennen wir Transformation oder auch eben einfach Heilung. Weil in dem Moment sind wir eben auf dieser Wellenlänge nicht mehr empfindlich, ne? Gesund. Wir sind gesund und wir werden natürlich auch frei. Denn diese Automatismen sind sicherlich in manchen Situationen sinnvoll. Das ist klar, wir sind voll von solchen Automatismen. Das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Wenn wir ein Autofahrer, wenn das Auto vor ihm bremst, wird der Autofahrer lange bremsen, bevor er überhaupt mitkriegt, dass der im Hirn mitkriegt, dass der da vorne gebremst hat. Ist ja klar, wenn der vorne bremst und ich fange an zu denken, oh, ein rotes Licht, Bremslicht ist an, ja, der bremst ja. Oh, wenn der bremst, muss ich auch bald bremsen. Dann ist es in aller Regel zu spät. Ne? Also funktioniert das ganz anders. Es funktioniert eben voll übers Unbewusste. Das Unbewusste weiß, wenn da das rote Licht kommt, musst du bremsen. Und das passiert schneller, als wir denken können. Darum funktioniert es. Ne? Ja, das Unbewusste ist sehr schnell, hat sehr viele Stärken. Aber wie gesagt, manchmal kommt es eben zu Schwierigkeiten und dann ist es wichtig zu wissen, wie wir uns ändern können, wie wir transformieren können, wie wir heilen können. Ja, und tiefes Zuhören. Tiefes Zuhören ist ja unser zweites Thema. Das hat unglaublich viele Ähnlichkeiten mit Folgen. Also stellen wir uns mal vor, ein Freund oder eine Freundin erzählt uns sein oder ihr Leid. Womit es gerade, womit er gerade Schwierigkeiten hat, worunter er leidet, was ihm Kummer bereitet. Ja, und er sucht nach Erleichterung zumindest, vielleicht nach Hilfe. Und erzählt uns alles. Was können wir tun? Ja, ich denke, am einfachsten ist es zu verstehen, wenn wir erstmal einen Sprung machen und uns anschauen, was passiert beim anderen genau in diesem Augenblick. Was passiert bei dem anderen? Also der andere leidet unter irgendeiner Situation und erzählt uns das. Ja, eigentlich ist er doch genau in so einer Schleife, sage ich mal, wie wir sie gerade besprochen haben. Der andere hat Leid erfahren, hat eine Wunde ist gerissen, die nicht geheilt ist, ihm geht es schlecht deswegen, weiterhin schlecht. Erzählt das Ganze, das heißt, das ist wieder da. Ja, im Augenblick ist das alte Zeug wieder da. Also alt ist ja auch das von gestern jetzt in dem Sinne. Ne? Also gestern ist es passiert, heute erzählt das, ist ja auch alt in dem Sinn. Es kommt wieder hoch, ist wieder da. Ja, und was soll der andere machen? Idealerweise. Genau das, was wir vorhin besprochen haben. Nur ist es natürlich nicht hilfreich, ihm das in diesem Augenblick zu erklären, weil er in dem Augenblick nicht bereit ist, es zu verstehen und alle Hilfsmittel fehlen. Dennoch, es ist so, wenn er das wiedererleben kann und das Ganze in einer besseren und ruhigeren Verfassung wiedererlebt, ist es für ihn ein Heilungsschritt. Also ist die Frage letztlich die, wie können wir dem anderen helfen, eben diese Situation jetzt besser zu bewältigen. Er erlebt sie wieder und soll sie gut bewältigen. Und da ist der Weg der, dass wenn wir tief zuhören, also wenn wir wirklich zuhören, dann entsteht eine Art Resonanz. Beim ganz normalen Zuhören, das kann jeder, das kennt ja auch jeder. Der andere erzählt das ganze Leid in allen Schattierungen und Farben und dramatisch. Und wenn wir wirklich zuhören, spüren wir auf einmal, wie wir selber spüren. Ja? Das ist völlig natürlich. Drum nennt man, in Deutschland redet man ja auch gerne von Mitleid. Ja, weil dann entsteht schnell Mitleid. Der andere leidet, eine leidet und der andere, der zuhört, leidet mit. Völlig natürlich. Das springt praktisch über. Ja, es ist ja eine lebhafte Erzählung und wir erleben das sozusagen mit. Und das ist eine Form wie Resonanz. Ne? Wie wenn einer auf dem Klavier den Ton A spielt und da steht eine Gitarre, dann schwingt die A-Seite mit. Dass dasselbe Ton ist. Und so gehen wir in Resonanz und das Ganze kommt rüber. So. Und dann, und das ist ja ganz normal, das ist ja auch normal, was wir machen. Und was dann aber üblicherweise passiert, ist halt, dass wir dann eben auf unsere Art drauf reagieren, also uns dann auch erregen, ne, wenn wir da auch empfindlich sind auf dieser Ebene und dann mitschimpfen über den bösen Menschen, der das Leid verursacht hat oder wir kriegen Angst oder wir kriegen Wut oder irgendetwas. Und das kann sogar schädlich sein.
Ja, weil wenn wir noch heftiger reagieren als der Freund, dann ist es, machen wir es eigentlich sogar schlimmer. Ja, also die Kunst ist, wir erleben es mit, aber wir wissen ja, wie wir damit umgehen. Wir wissen es ja, wir wissen es ja. Wir müssen uns festhalten, ja, damit wir nicht mitgerissen werden. Das Leid könnte uns mitreißen. Wir halten uns fest, damit wir nicht mitgerissen werden. Das ist wie so am Berg, ne, wenn jemand im Rutschen ist, wir helfen, ja, geben die Hand, dann schwingt das Problem über, aber wir halten uns fest. Und das ist jetzt der große Nutzen, den wir bringen. Und wie halten wir uns fest? Indem wir unseren Atem beobachten. Ich atme ein, ich atme aus. Und der Freund, die Freundin erzählt. Ich atme ein, ich atme aus. Beides ist da. Wir kriegen es mit. Wir spüren auch, wie das Leid trotzdem überschwappt. Schon. Aber wir atmen ein, wir atmen aus. Wir wissen, ja, das ist das Leid. Das war gestern und es ist dem Freund passiert. Und wir spüren es. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und bleiben relativ ruhig. Und doch in Resonanz. Und dann wird eben unsere Ruhe, unser Frieden, unsere Zuversicht wird genauso auf dieser selben Resonanz, die wir jetzt hatten, wo das Leid auch rüberfließen. Und genau dem anderen, die ja nicht nur die Kraft geben, sondern tut ihn wirklich beeinflussen. Ja, das ist wirklich wie beim Halten, wenn man jemanden beim Rutschen oder so hält, wird ihn unterstützen, die Situation eben jetzt gut zu überstehen. Das alte Leid wieder zu erleben, aber doch nicht so drunter zu leiden wie das letzte Mal. So ein bisschen weniger. Und idealerweise wird er oder sie das Ganze mit einer gewissen Erleichterung am Ende. Dann wird eine gewisse Menge erleichtert. Und wir, ja, das ist sicherlich für uns ist ein bisschen anstrengend, das ist schon, weil wir schon was haben rüberkommen lassen. Es geht nicht so ganz sozusagen abgeschottet. Sonst ist es keine Beziehung. Sind wir nicht in Beziehung. Ne? Wenn wir sozusagen eine Mauer runterfahren, okay, das ist dein Leid, damit habe ich nichts zu tun. Na, dann ist halt eine Mauer und dann sind wir einfach abgetrennt. Ne? Dann helfen wir auch nicht. Aber wir können damit umgehen. Das heißt, wir nehmen ein Stück ab, gehen damit geschickt um und helfen damit, das Ganze zu transformieren. Das ist tiefes Zuhören. Tiefes Zuhören und hilft dem anderen eben, dieses, ja, das Leid zu verarbeiten, die Wunde zu heilen, die gerissen wurde. Genau. Also wichtig ist, dass wir eben, wenn wir tief zuhören, dass wir auch tief zuhören, nur mit dem Ziel zu verstehen. Das zu verstehen, was es ist, wie es sich anfühlt, was der andere hat und im Augenblick bleiben und das Atmen als Geländer nehmen. Ja, und so können wir Freunden und Freundinnen, die in einer schwierigen Situation sind, sehr helfen. Ja, und damit möchte ich schließen.